Jetzt geht's auch. Jakob, was für ein Signal ist das wohl? Keine Ahnung. Ein Hoffnungsfunke für Verlierer, die nicht einsehen wollen, dass die Welt am Arsch ist. Tja, ist jetzt wohl aber unsere verdammte Mission. Treffen wir uns in meiner Werkstatt. Ich weiß, du hast viele Fragen, aber ich habe keine Zeit. Du hast mich ein paar Jahre zu lange pennen lassen. Du kannst dir die Zeit nehmen. Wie hat alles angefangen? Wieso kämpft ihr denn? Als die Anomalie schlimmer wurde, hatten wir die Kolonisierung gerade erst begonnen. Mehr als eine halbe Million war noch im Kälteschlaf und wartete darauf, dass wir sie weckten. Aber wir wussten, dass wir nicht alle ernähren konnten. Tja, eine Fraktion wollte einfach den Stecker ziehen und sie im Schlaf sterben lassen, um unsere Ressourcen zu schützen. Die anderen wollten ihnen eine Chance geben. Ich kann mir denken, auf welcher Seite du warst. Ich lag falsch. Wir wollten fair sein und alles rationieren. Aber das führte nur zu Blutvergießen. Eure Feinde, was wollen sie denn? Was wollen wir denn alle? Genug haben. Gibt es bloß nicht. Genug Nahrung, Wasser, einfach alles. Sie hören nicht auf, bis sie alles haben, was uns gehört. Sie wollen uns vernichten. Darum muss ich sie zuerst vernichten. Was bin ich jetzt? Verändert? Ich will das verstehen. Was möchtest du wissen? Wie viele sind es? Schwächere mit kleinen, seltsamen Mutationen findet man überall. Aber von denen mit echter Macht gibt es nur wenige. Wenn auch leider mehr als mir lieb ist. Aber die Soldaten verehren sie als Götter. Die anderen Veränderten da draußen. Für wen kämpfen sie? Für wen sie wollen, oder glaubst du, jemand kontrolliert sie? Die, die mit uns kämpfen, scheinen wenigstens einen Grund dafür zu haben. Und einen Rest Menschlichkeit. Aber die anderen sind dämonische, zornige Göttermaschinen des Todes. Da ist nichts Menschliches mehr. Wird mir nicht passieren. Ich hoffe, du hast recht. Das ist verrückt. Ich habe gesehen, wie du das Foto gemacht hast, vor wenigen Stunden. Das ist schon ewig her. Das Mädchen von damals gibt's nicht mehr. Tja, es hätte nie überleben können. Nimm es. Ich brauch's nicht mehr. Du warst zu lange weg, um zu verstehen, dass wir voll am Arsch sind. Von uns können nicht mehr als 50 oder 60.000 übrig sein. Die andere Seite ist in der Überzahl. Bald haben wir keinen mehr, der kämpfen kann.
Der letzte Angriff der Rebellen war eine Ablenkung. Sie haben direkt unter uns Tunnel gegraben und Sprengsätze gelegt. Sie haben unsere Front hochgejagt. Hab ich bemerkt. Es wurden zahllose Verluste gemeldet. Einer meiner besten Männer, Lieutenant McCain, war da draußen. Aber gerade erreichte uns die Nachricht. Er ist unter Trümmern begraben, aber lebt noch. Ich kann keine Männer mehr entbehren. Du musst ihn da rausholen. Ist doch das Mindeste. Ich will sofort informiert werden, wenn unsere Suchtrupps was über McCain herausfinden. Wenn dieser McCain noch lebt, muss ich ihn finden. Der Typ ist doch total. Wie soll Schon der gehört? Ohne Zuschüsse Das ist Jakob Petrovsky. Eine Art Schrift.
das Epizentrum der Explosion. Hier hat alles begonnen. Ich glaube kaum, dass McCain das überlebt hat.
Shira, was ist das? Dieser wandelnde Riese da draußen. Leise, Outrider. Du willst nicht, dass er dich bemerkt. Er kann in Sekundenschnelle Hunderte vernichten. Sogar die Veränderten haben Respekt vor ihm. Luft ist rein! Weiter, wir haben's fast! Moment, ich komme! Warte! Warte! Nicht schießen! Wir sitzen doch alle im selben Boot! Ich helfe dir! Lieutenant McCain, alles okay? Ich lebe! Danke, Soldat! Schon gut. Los, holen wir jetzt meine Männer raus. Scheiße, echt jetzt? Krieg ist Krieg. Was ist doch kein Ringelpiz hier? Was mache ich mir die Mühe? Dass du es dem Mörder des Abends entschenkst. Schenk ein! Wow. Finger weg. Oh, Beastie Boys auf Vinyl. Selbst auf der Erde war das eine Rarität. Woher weißt du das? Lange Geschichte. Bist du Sammlerin? Irgendwer muss ja. Alle anderen vergessen nur allzu gern. Woher kommt das ganze Zeug? Als wir die Erde verließen, durfte jeder von uns nur eine Kiste mitnehmen. Jetzt will keiner mehr was von dem Krempel wissen. Außer mir. Das ist unsere Geschichte. Was wir waren und was verloren ging. Mein kleines Museum der Erde. Spenden sind übrigens immer willkommen. Noch Tinte drin. Wie? Ich sag ja, lange Geschichte. Danke. Wenn wir die Vergangenheit vergessen, bedeutet die Zukunft nichts. Wenn du wieder was von der alten Erde findest, nehme ich es sehr gern. Ich erinnere mich. Wir dachten, wir könnten sie für immer behalten. Kommende Generationen würden unsere Filme sehen, unsere Geschichten, erfahren, wie wir gelebt und geliebt haben. Jetzt ist es, als hätte das alles nie existiert.